Den wollte ich eigentlich auch noch hinspielen. Später sowieso wieder kleiner. Erstmal hinstellen, weißt du, man kann ja jeden Punkt irgendwie gebrauchen, glaube ich. Besonders am Anfang. Ich brauche am besten noch mal ein, zwei Holzkisten. Machen wir noch mal schon zwei Stück. Gibt schon sehr viel Zeug, ne? Also schon echt gucken, dass man hier irgendwie alles sammelt. Ich weiß nicht warum, aber ich glaube, wir sollten das auch noch ein bisschen ausnutzen. Oh, warte mal. Die zwei Teile, ne, brauchen wir noch. Oh, Kupferklinge, aber dafür brauchen wir Kupferbarren. Ach, guck mal, fürs Kupferrohr. Kupferdraht. Also man braucht wirklich sehr viel Kupfer anscheinend. Also ich würde sagen, dadurch, dass wir jetzt ja die Woche da bezahlt haben, gehen wir da nochmal rein, oder? Man muss das ja auch so ein bisschen ausnutzen. Warte mal kurz. Was ist denn mit dieser Datendisk? Drei Kupfer... Ja, ja, die drei Kupferklingen, die will ich jetzt auch noch schnell machen. Also, schnell. So schnell, wie es eben geht, ne? Eine Datendisk brauchen wir nur. Und was war das andere, was wir noch brauchten? Die Kupferklingen, aber dafür brauche ich ja erstmal wieder mehr Kupfer. Wie viel Kupfer habe ich denn? Da mal nix. Kann ich auch von hier draußen aus die Kupfer reinpacken? Ach, kann ich. Sehr schön. Zehn Stunden, ja. Okay. Das dauert ein bisschen.
Interessant. Also müsste man wahrscheinlich irgendwann mal so ein zweites noch hinstellen, ne? Oder ein drittes. Wenn man da ein bisschen schneller oder ein bisschen mehr machen möchte. Die mit den Regenhüten, was ist das denn? What the heck? Jetzt habe ich ja schon wieder diese... Wo kriege ich denn diese Disk weg? Zum Forschungszentrum gehen. Wo ist denn das Forschungszentrum? Ich kann immer nur drei Sachen aktivieren, okay. Wäre so viele Sachen, die man gleichzeitig irgendwie machen muss, ne? Oh. Oh. Secret. What do we have here? A data disk. You know what it is? You want to know? This is actually related to how you can discover new diagrams for your workshop handbook. We rely on relic components from the past to build a lot of our current constructs. Many relics in this world are beyond our current understanding, and you won't be able to build them. Not even in 100 years. That's where this data disk comes in. These data disks are located all around the world. They hold lots of useful information on the old relics. If you find any, give them to us and we'll help you research into these relics. The research effort will produce the diagrams that you need to build them. We're not miracle workers, so don't expect us to come up with things from scratch, but we do know a thing or two about how the components should fit together. Anyway, just remember that if you find any data disks, bring them to me, okay? What did you bring me this time? Ah, this must be a piece of a relic. You can use our recovery machine in the research center to restore it to its original shape. It'll take data disks, but it should be pretty fast. Have fun. Moment. Okay. Trainingspuppe, Waffenständer, verdichteter Energiestein. Mhm. Interesting. Ja, herstellen. Ah. Okay, da kann man sich denn angucken, was man da... Bravo. Vier Teile gibt es davon. Davon gibt es drei. Okay, okay, okay. Und dann brauchen wir auch immer wieder so eine Datendisk. Also nehme ich mal an, so Datendisks sind schon so ein bisschen häufiger vertreten. Oh, da ist noch eine Truhe. Wer hat die denn da versteckt? Aprikosensaft. Ich glaube, ich müsste auch selber dann irgendwie so Lebensmittel herstellen, damit ich halt länger mehr Ausdauer habe.
Dolly, wer bist du denn? Hello. I just want to say, now that you're here, we can't play hide and seek in that haunted house anymore. It's all your fault. Ich lebe in den Haunted House jetzt. Oh. All the flowers are blooming. They smell wonderful. Da haben wir noch ein Fragezeichen, da gehe ich noch hin. Können wir hier nämlich, ja, wir können jetzt die Disc abgeben, genau. Und dann gehen wir noch mal schön in die Höhle rein. Der rennt da oben lang, wa? Ah. Ey, Lee, warte mal. Good day, Builder. Oh dear, a data disc. Mhm. You know what this is? Of course. This is what the ancients used to store information on their technologies back in the Age of Corruption. It is highly dangerous because there's a chance this little item here could contain the blueprint for Armageddon. It can't be that bad, right? You're what, 18? 19? The Age of Darkness is probably just another fairy tale story to you, right? When I was young, my great-grandma shared her first-hand account of the time before Peach, the time when folks lived in ruins underground. She went days without food, everybody fought each other over the most basic of things, and people were considered old if they managed to live to 30, and it was always, always dark. Imagine that, because that's what the end of the world looked like. That situation was created by the very same sort of dark technologies stored inside this little disc. Anyhow, I'm not trying to scare you, but it's the reality of your builder business. Dangerous technologies are spread all over the world, waiting to be stumbled upon and rediscovered. Places like the Research Center and cities like Vega 5 expedite their recovery. Calamity will strike again, mark my words. So, it's a priority of the church to seek out and destroy all the data disks and other dangerous relics. With help from ruin divers such as yourself, of course. Natürlich. So, I can give this to you? Yes, yes, that's right. The church will reward you handsomely for your efforts. We have in our possessions a vast amount of green technology learned through the ages. Wait a minute, I know that look. The church isn't against the use of good technology that can bring telesis to our society. We're only against dangerous technology. What kind of green technology? Mostly special seeds, you'll see. We can share what we have with you as you bring us more discs. You do know how to plant crops, right? Oh dear. You should ask your neighbor Emily about how to farm. Okay, great. Here, I'll take the disc and give you some seeds to get you started. When you discover more discs, bring them to us and we'll give you more seeds. You'll be doing this world a great service. Okay. Baumwollsamen. Baumwolle brauche ich sogar. Aber nicht als Samen. Also muss ich die Sachen teilweise dann auch selber anpflanzen. Wird ja immer kompliziert. Auf jeden Fall kriegt man ja sehr viel Stein. Warum muss ja theoretisch eigentlich nur noch Gedanken um Holz machen, oder? Wenn wir nämlich hier reingehen und hier das ganze Stein rausholen. Eine alte Sprechanlage Teil 3? Okay.
gib mir mal mehr interessantere Sachen. Hatte ich das hier nicht schon? Teil 1? Wahrscheinlich, ne? Vielleicht kann man auch mehrere Sachen davon machen. Oh. Oh, nee. So, einmal den hier. Naja, wenigstens kostet das nur noch einen Punkt. Wa? Noch ein Ventilator. Wäre natürlich interessant zu wissen, ne, ob ich jetzt, wenn ich jetzt da zwei Ventilatoren stehen habe, ob ich denn auch für beide dann diese Ausdauerpunkte bekomme, ne? Schöne Disk, Energiestein, das sammeln wir nebenbei. 62 Steine haben wir auch schon. Was macht der? Der gibt mir Ausdauer. Okay, packe ich mal da nach hinten hin. Das haben wir im Prinzip eigentlich nur 6 Plätze. Auch definitiv größere Rucksäcke. Schon, okay. Noch ein Ventilator. Was haben wir da? Level. Irgendeine Dose. Hat die denkende Dose? Was ist das denn? Oh, hier noch ein paar Kupferbarren, ne? Hat einfach so eine Disk bekommen? What the heck? Hat einfach so eine Disk bekommen? Eine schöne, geile Kupfererzader gefunden. Fällt mir. Immer her mit dem Kupfererz. Immer her damit. Dann brauche ich draußen die ganzen Steine nicht kaputt machen. Kann ich die schön hier drinnen sammeln. Richtig gute Ader erwischt. Wie weit kann ich überhaupt schlagen? Ich kann ja richtig weit schlagen. Bis zum Erdkern noch viel weiter. Guck mal, wie weit die schlagen kann. Die steht hier unten irgendwo und 10 Meter weiter haut sie da erstmal schön die Erde weg. Ich meine, mich soll es nicht stören, ne? Ist halt
Zeit nice. Also ich finde es jetzt nicht schlecht. Dann braucht man nicht immer hier alle 3 Sekunden irgendwie immer hinlaufen, weißt du? Noch eine Disc. Okay, also die Disc kriegt man wirklich sehr häufig. Okay, wir brauchen mehr Schmelzofen, glaube ich. Wenn ich richtig Kupferbarren machen möchte, brauche ich mehr Schmelzofen. Datendisk. Das reicht dann aber auch erstmal warm mit dem Kupfer. Mehr brauche ich dann glaube ich auch erstmal nicht. Sagte er und am nächsten Tag war er wieder in der Mine. Level up. Apropos Level up. Was können wir denn hier machen? Was ist das denn? Max Ausdauer, Max Durchhaltevermögen, 8% Chance auf doppelte Beute beim Bergbau. Den Mond. Okay. Wollen wir mal gucken, wie viel wir haben? 294 Kupfererz und 70 Zinnerz. Damit kann man doch ein bisschen was anfangen. Würde ich mal behaupten. Das war eine richtig coole Kupferader, die wir da gefunden haben. Die war richtig, richtig cool. Erzlager. Ja, so spät im Spiel? Was ist denn da los? Mischen wir 0.30 Uhr, was ist denn hier los? Sechs Disc-Dinger haben wir gefunden. Okay. So, haben wir irgendwas, was uns upgraden kann? Hier, Max Gesundheit kann uns upgraden. Und noch was anderes? Das ist alles noch nicht fertig. Ein bisschen sortieren können wir ja schon, ne?
Das ist nämlich eine Stromrechnung da. Let's go.